Drittes Testspiel für die Fohlen und das erste im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee und dann auch noch gegen den Bundesliga-Aufsteiger Kiel. Wir treffen am 14. Spieltag dann auf die Mannschaft aus dem Norden. Die ersten beiden Testspiele haben die Fohlen ja gewonnen. Wegberg-Beek, ein 2-0 Ranos Schwanschara, ein 3-1 gegen Sittard, Fukuda, Ranos Kramer. Hier gehen wir in die 10. Minute, ein Eckball von Stöger. Klar war auch in beiden Halbzeiten 11 unterschiedliche Spieler. Und diese Variante haben wir heute am Abend 2-3 Mal gesehen. Den Ball länger zu ziehen, um direkt in den Abschluss zu kommen durch Honora. Klasse getimed vom Neuzugang aus Bochum und Honora direkt. Andere Seite auch ein ruhender Ball. Da wird erst lange überlegt. Dann, na doch, ja, kommt er endlich. Am Ende ist es Luca Netz, der rechtzeitig rausrückt und den Block bringt, sodass Omlin nicht einschreiten musste. Nikolas dann in Halbzeit 2. Wie eben dann alle durchgewechselt wurden. Jetzt erstmal Player, der hat natürlich die Idee. Und dann Honora. Ja, der Pass in den Rücken gut, aber keiner da. Zweiter Ball Netz, viel Platz. Und dann gibt es die Abschlussmöglichkeit für Player Außennetz. Also von den Ansätzen hier und da wirklich gute Akzente. So der letzte Ball im 16er für den Abschluss für den Kollegen. Die richtige Entscheidung zu treffen, das ist ja immer die große Kunst. Itakura heute sehr beweglich, sehr aufmerksam. Klasses Aufbauspiel mit dem Chip dann in den Rücken der Abwehr ein wenig zu steil gespielt, in diesem Fall in der 41. Also da waren schon einige gute Elemente zu erkennen, wie man als Mannschaft gegen einen tiefstehenden Gegner agieren möchte. Nochmal zurück zu Itakura, so 2-3 gute Tacklings, auch gerade im Mittelfeld, ein tolles Timing beim japanischen Nationalspieler. Dann der Wechsel, 11 neue zu Beginn von Halbzeit 2 auf dem Feld. Und dann die Frage, wie willst du spielen? In der Regel war es immer so ein 4-3-3, aber das ist ja alles immer sehr variabel zu sehen. Dann Ranos macht bislang eine gute Vorbereitung. Neuhaus, Situation läuft weiter für Ngumu, sind schon über eine Stunde unterwegs. Ngumu, wen findest du? Schwanschara macht die Bewegung gut, noch eine gute Bewegung. Und dann verzieht er den Ball. Traf ja beim 2-0 im ersten Testspiel. Und auch Ranos wieder unterwegs, der machte das sehr, sehr stark. Sehr beweglich. Diese Tore, die er natürlich in den ersten beiden Testspielen hatte, die geben dir selbstverständlich Auftrieb. Auf der anderen Seite dann mal ein Eckball für die Gäste, Nikolas. Und dann immer die Frage, wie kannst du es schnell machen mit Neuhaus? Und der kann ja genau wie Player den besonderen Ball spielen. In dieser Situation für Ngumu, kommt am Torwart vorbei. Und dann die Situation mit Ranos. Und der ist einfach dann da, wo du sein musst, um solche Bälle zu netzen in der 73. Dritter Treffer im dritten Spiel. Klasse von hinten raus. Nikolas, Neuhaus, Ngumu setzt sich ab. Ranos im Vollsprint links unterwegs und macht jetzt den Weg zum Tor, um dann vor den Abwehrspieler zu kommen und locker und leicht eingeschoben mit der Innenseite zur Führung für die Fohlen. Von Kiel offensiv wenig, also Gladbach stand defensiv sehr, sehr gut und hatte dann nochmal in der 84. nach Ballgewinn von Schwieder und dem Doppelpass eine gute Aktion. Der junge Mann zieht einfach mal davon und anstatt abzuziehen, braucht er dann am Ende ein wenig lang. Neuhaus mit dem zweiten Ball, also auch hier die Aufmerksamkeit da, die Bälle im Rebound zu bekommen. Am Ende wird es dann aber aus Sicht von Kiel geklärt und von daher blieb es dann bei einem 1-0. Wichtig ja in solchen Testspielen immer, dass bestimmte Vorgaben erste und zweite Halbzeit umgesetzt werden, dass alle gesund und munter bleiben, um dann weiter im Nachgang das nächste Testspiel anzugehen. Findet übrigens auf der Heimfahrt in Heimstetten am Freitag statt, dort dann gegen Ipswich Town, den Aufsteiger aus der Premier League. Heute, das war nett, das war smart, hat Spaß gemacht, drittes Spiel, dritter Sieg für die Fohlen.